Na, und wieder glücklich. Wunderbar. So gefällt es mir viel besser. Sie will tauschen. Heute ist Sonntag, letzter freier Tag für mich. Ah, was ist hier los? Spagat. Jean-Claude Van Damme. Ja? Die Hose ist so toll. So, mal sehen, wo wir heute hingehen. So. Wow. Auf geht's. Tada. So, da sind wir. Offen. Wo sind wir? Ein Bauernhof. Für Streichholz und sowas hier. Kinderbauernhof. Ja, Kinderbauernhof. Ich habe eine Kamera dabei, da kann ich sie fotografieren. Sehr gut. Falls jemand sich einen Splitter holt, ich habe Pflaster dabei. Voll die Großstadtkinder. Ich habe Pflanzen dabei. Ich habe eine Axt dabei. Ich habe mein Taschenmesser auch dabei. Schön. Ich habe keine Axt dabei. So. Ich glaube, die sind auch schon ganz schön dick, ja. Die sind wirklich dick. Immer sind sie dick. Man sieht das jetzt besser. Mama, wie die futtern das Gemüse. Mama, darf hier rein. Ja, weiter. Rüber. Das sieht ja fast aus, als würde es lächeln, Papa. Ich hab das Wasser getroffen. Das hast du gut gemacht. Natürlich auch schön. Ja. Frühlingsblüher. Hallo. So schön. So schön. Die abgearbeiteten Spaten und Schippen. So, wir warten jetzt. Eispause. Meine Reise.
kurzer Besuch, aber. Hat Spaß. Oh. Fängt aber auch an zu regnen jetzt. Alles hat Spaß. Hat alles Spaß gemacht? Komm, jetzt fahren wir weiter und essen etwas Herzhaftes. Ich könnte jetzt irgendeinen Burger vertragen, hat sie noch gesagt oder so. Ja. Und Spaghetti. Picknick am Sonntag? Bei Burger King. Auf dem Parkplatz bei Burger King. Unser Picknick. Bei Regen. Ja, jetzt warten wir alle für den Kinderbauernhof. Heute sind wir da geblieben, eigentlich bis es angefangen hat zu regnen. Und dann kleine Rundfahrt durch die Randbezirke Berlins. Und jetzt sind wir wieder hier zu Hause fast. Und jetzt noch einen kleinen Snack und das war's. Dann ist der Tag auch schon wieder um. Das ist der letzte Tag. Morgen geht's los, oder gleich geht's los, weiter am Laden. Hi. Ja, neu. Schmiererei wegmachen. Guten Morgen, guten Morgen. Heute ist der 1. März. Nee. Zweite. Schon der 2. März. Ja, ja. Stimmt. Ja, das ist das. Ich bin aber faul. Donnerstag. Faul. Donnerstag. Nein. Faul. Ich bin jetzt. 1000 falsche Antworten. Aber nur eine ist richtig. Heute ist der erste Tag, an dem der Laden wieder auf ist. Ja, stimmt. Yeah. Nee, weil das Montag meist. Das geht auch wieder vorbei. So, auf geht's. Geht das weg? Wo kann ich meine Bombe basteln? Mann, ist halt Muskelkater. Die kriebelt sich hier ganz schön durch die Gegend. Muskelkater immer. Ah, ah. Ja, die macht mich Sport, die Gute. Voll die Fitnessfamilie hier aus Heike. Ich bin ja bloß. Also. Da bin ich ja auch, deswegen tut mir das weh. Naja, ist ja dabei. Ja. Das ist die Kehrseite der Medaille. Dass wir uns jetzt ganz wenig sehen werden. Ne? Zwar bin ich im Laden, aber du bist nicht im Laden. Ja. Und 12 Stunden am Tag sind halt 12 Stunden am Tag. So ist das. Ne? Kommt er mich besuchen und dann. Ein halbes Jahr ist eine lange Zeit. Echt nicht mal länger sogar. 8 Monate. Sie ist aber zwischendurch sogar ein Jahr alt. Ja, Mensch, hast du einen Geburtstag bald? 3 Monate ist nicht so lange. 3 Monate? Na Mann, du ein großes Mädchen bist. Großes Mädchen. Ja. Oh, ist das süß. Die Kamera macht nicht so. Das ist süß, ne? Naja. Guten Start. Der Topic, sehr. Und was dich nicht ärgert. Schliebtisch. Das hoffe ich auch. Ich liebe dich auch. Da wollen wir mal starten. Ja. Ich mache zwischendurch auch einen Tee und so. Das wäre schön. Kommt alles. Schön. Freut mich. Wer hätte das gedacht? Wie jetzt? Na, warte mal, Leon hat gesagt, moin, moin, ne?
Jürgen hat gesagt, du wohnst ja nicht mehr hier. Nee, ich bin jetzt gekommen. Das ist gut. Ah, ah. Ja, ja, renn ins Chaos. Ja, Mensch, Achim ist schon da. So muss es sein. Ich habe ja nicht so lange gebraucht, wie ich erwartet habe. Wie lange hast du denn gebraucht? Ja, nicht mal eine Stunde. Ja, 40, 45 Minuten. Irgendwie so war mal meine Bestzeit 40 Minuten, glaube ich. Aber das war schön. Das war vorne hin. Ach, Müll kommt auch. Wunderbar. Wer hätte das gedacht? Achim ist schon da. Und unglaublich, also, er kriegt ein dickes Lob von mir eigentlich, weil das finde ich richtig geil. Also, dass der sich das verhalten hat und auch dazu steht, dass er hier ist, obwohl er in Friedrichshagen wohnt, ist ja nicht gleich um die Ecke. Beachtlich. Toll, hat er gut gemacht. So, ich mache erstmal auf und mache erstmal los. Der Dreipunktcode ist schon um. Angeschnallt bin ich. Und wir starten in die Saison. Wer ist denn da? Der Mäcki! Na, was ist los? Was gibt's Neues, Uwe? Moin, Wolfe. Moin. Endlich mal dich wieder zu sehen. Ist doch so langweilig zu Hause. Ja. Ja, aber tut mir leid, ich muss schon gleich wieder weitermachen. Da kannst du ja, ich hab ja schon gesehen, der kommt jetzt auch schon da. Genau, wa? Ja, da freue ich mich total. Ja, da hast du wieder Hilfe, ja. Hat der Achim zu seinem Wort gestanden? Na ja, nee, ist ja richtig. Klar, und stand hier echt auf der Matte. Ich habe schon fast Wetten abgeschlossen mit meiner Frau. Und dass er nicht kommt, oder wie? Ja, dass er wahrscheinlich vielleicht bei Spieß angefangen, also ehemals Spieß an der Bölschenstraße oder so. Ist ja näher dran, ist ja viel bequemer. Na ja, ja, nee, warum? Nee, stand da. Naja, ist ja richtig. Du hast da so viele Ware gekriegt, vorige Woche gesehen habe, hier so viele Fahrräder. Ja, erstmal 20 Räder, aber da konnten noch 150 kommen. Ja? Ja. Also, 150. So wie sie sind, verkaufst du alle, ja? So wie sie sind, werden sie verkauft. Ist mir scheiße halt. Ja? Brauchst du ihn? Nee. Siehst du? Nee. Ich fragte nicht, ich hab mich gestaunt. Nee. Ja, das ist eine Menge hier. Ich hab bloß gestaunt. Ich dachte, nee. Die sind alle gekommen von so einer Maßnahme, die eingestampft, oder die eingestampft wird wahrscheinlich. Ach so, nee. Und das Ding ist nicht von einer Maßnahme gekommen, das kam aus einer Räumung, aber das ist eigentlich richtig schön. Also ich fand ich gar nicht schlecht. Und Tandem, wa? Tandem. Das knackt immer so, als würde es gleich auseinanderbrechen. Ja, wa? Ach, da wird man noch eine Weile im Regen stehen lassen, dann braucht man ja kein Eimer Wasser mehr. Nö. Das ist staubig. Ah, ist das schön. Hat mit Hydraulikbremsen hier. Ja, aber als echt. Nur die ganz frühen noch. Die ganz, ganz frühen. Hydro-Stop Mountain. Hydro vor. Wasser. Wow. Mit Wasser erfüllt. Rabeneig. In einer guten Verarbeitung noch. Schwere Qualität mit einer Suntour-Schaltung. Hier, ich kann es erahnen, oder? Ah, Suntour Expert XCE. Ach so, den Sattel liegt hier mal noch. Da waren ja noch die Satteltaschen, die Gepäcktaschen und da war der Sattel drin. Suntour Express Schalthebel. Yep. Ja. Ein nicht mehr funktionierender General Technics Technik. Eine Pumpe? Ja. Da treiben wir ein bisschen mit Öl ab oder was? Centerlager. Der Achim macht heute mal den Test hier von dem guten Stück vielleicht. Also was heißt vielleicht? Der macht sowieso eine Probefahrt damit. Und dann wird er ja mal sehen und sagen. Damit klar. Ah, bestimmt. Sollst du ja nicht hinten sitzen bei der Probefahrt. Ja. Ganz ehrlich, hinten habe ich schon öfter gesessen. Naja, klar, aber vorne spielt die Musik. Ist komisch, wenn man dann das erste Mal mit so einem Ding fährt. Und eine Bordsteinkante runter und denkt sich, wann kommt denn die endlich? So hinten, so. Bumm. Und der Wendekreis natürlich enorm. Ich mache erstmal auf. Erster Kunde in diesem Jahr, ein Hollandrad. Das ja fängt gut an. Mit platten Hinterrad angeblich. Das haben wir jetzt erstmal aufgepumpt, aber es könnte durchaus sein, dass das. Ja, weiß man immer nicht. Ne? Ist ja auch ein Marathon Plus. Der sollte eigentlich ganz gut halten. Aufgepumpt ist, Ventil ist fest, lässt auch keine Luft oben raus. Steine haben wir nicht gefunden, Glas haben wir nicht gefunden drin.
Jetzt machen wir noch so einen kleinen Service. Wollte sie noch? Licht funktioniert, Licht wollte sie repariert haben, funktioniert auch. Weiß ich nicht, ob das ein. Das ist ein Scherzartikelrad. Haha, alles funktioniert. Das ist ein Holland-Rad, was funktioniert. Ein reiner Scherz. Kette, haben wir gedacht, ist lose, ist aber gespannt. War wahrscheinlich im letzten Winter hier, oder im letzten Herbst. Das sieht ja nicht so aus, als wäre viel gefahren worden jetzt im Winter. So, na denn. Dann bin ich die Pfoten da hinten, ist gefährlich. Ich mache das noch von unten. Ja, ja. Na, reicht doch. Alles andere löst sich. Wird ein bisschen die Kette hier säubert, weil ein bisschen angeharzt ist es tatsächlich. Da kommt man da hinten wunderbar ran an den, bei den Holland-Rädern. Das ist ja immer ein Traum, ein Fest der Sinne. Bremse haben wir eingestellt hinten ein bisschen fester. Ja, jetzt war's. Okay. Mikrocheck. Wenn das Ding nachher nicht platt ist. Ich würde mal sagen, wir warten dann 2 Stunden ab und dann gucken wir nochmal bei der Luft. Eigentlich ein cooles Bein. Eigentlich schön, ja. Und ist ja auch schon alt. Das ist stabil. Also du hast ja, ja hier mit diesem Stangensystem, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Das kann auch rosten, aber das juckt uns wenig. Genau. Ein bisschen ein und ein bisschen fetten und fertig. Dann hast du ein Leben lang Freude wahrscheinlich sogar an so einem Rad. Sofern man an einem Rollandrad Freude empfinden kann. Ich bin da so ein bisschen vorbelastet. Aber die Dinger ja reparieren. Ja gut, dann erstmal wieder zumachen und Feierabend. Ja, wir wechseln den Schlauch und natürlich muss auch ein bisschen entrostet werden. Ja, weil man sieht, ist das nicht mehr so schön. Und das könnte man jetzt richtig schön machen, entrosten, grundieren, Rostumwandler, dann lackieren, also abkleben, aber das bezahlt keiner. Deswegen wird jetzt nur entrostet. Neues Felgenband kommt drauf und der Kunde darauf hingewiesen, dass das Rad gerne auch mal restauriert werden darf. Kunde 2, Hollandrad Nummer 2 auf alle Fälle. Auch hier wieder ein plattes Hinterrad. Ich glaube, das will keiner machen, deswegen kommen die zu uns hier. Hier ist noch. Genau, da ist er, ja. So was will immer keiner reparieren. Ich auch nicht. Aber muss man halt durch, muss man halt machen. Rollen, rollen, rollen. Das ist ja auch eigentlich kein Hit. Ja, ein bisschen mit Ruhe ran an die Sache. Manchmal nervt es halt extrem. Ach nee, da wird ja bloß gesteckt. Da wird nur gesteckt. Kettensperre. Schutzblech. Oh, ist doch schon platt, ne? Oh. Ah, ja. Füller. Jetzt siehst du dich wieder selbst. Me, myself and I. Ah, oh, Krankenhaus, Krankenhaus. Ach so. Wegen Asia. War die asiatisch jetzt? Ja. Ja, kannst du machen. Das ist Beleidigung. Beleidigung. Na gut, ich geh erstmal kurz mit auf. Alles klar. Ja, Dennis, schön dich zu sehen. Wieder Moas, ebenfalls, ebenfalls. Hat ein bisschen Öle hier, aber ja, tut mir leid. Aber was soll man machen? Ja Mensch, erster Tag hier offen und schon mit. Ja. Wolfgang war auch schon da, ist ja klar, heute Morgen schon. Ja. Allerdings ohne News, ohne Nachrichten. Ja, das kommt vielleicht noch, wa? Ja. Hat er irgendwie verschwitzt oder so, vor Aufregung. Was? Ja, wahrscheinlich direkt hierher gekommen. Oh, der Tommy ist wieder da. Ein Kühe, Handiger.
Ich wollte letzte Woche schon vorbeikommen. Ich habe mir ja für 800 Euro irgendwann mal Fahrradteile bestellt. Die einpacken und hierher kommen. Ja, ich habe sie nicht mehr wiedergefunden. Ich weiß nicht. Ach, hör auf! Du hast doch gar nicht so viel Platz da. Bei deinem Vater noch im Keller. Ich habe überall nachgekickt. Ich finde das einfach nicht. Dachboden. Nee, da wüsste ich. Der ist ja sehr unbequem. Ja, du hast ja so einen Kriechboden, oder? Genau. Hast du den mal gesehen? Nee. Ich kenne die ja. Bitten. Also, wie gesagt, ich. 10 Tage. Was? 10 Tage, oh, ja, sind keine 2 Wochen. 10 Tage, ja. Guten Morgen, ey. Du bist auch wieder hier. Ja, ja. Ich muss jetzt echt das Kabel aus der Lampe lösen. Wieso? Na, weil die haben das rumgewickelt und dann in die Lampe rein gesteckt und festgemacht. Die Seite haben wir mal hier. Das ist ja hier. Die Projekträder, die guten Projekträder, genau. Dann durch. Durchgefrickelt. Mal gucken, wo das ankommt. Da kommen ja 2 raus. Eins ja. Davon ist das, geht nach vorne. Ja. Halt, zieh mal raus oder halt mal fest oder was auch immer. Genau. Das ist wahrscheinlich Asche. So, und jetzt kann ich und hier weiter knoten. Da, aber da ist schon ein kürzer. Ja. Aber das kann man eh viel kürzer halten. Das kommt direkt nach oben, oben rein. Ja. Dann passt das auch. Das müsste ja ausreichen. Halt ein bisschen kompliziert. Nee, ist die alte. Die da. Das ist die alte. Ach so, das ist immer ja. Das ist die alte. Ja. Wolfgang, was hast du gemacht den Winter über? Ach, was soll ich gemacht haben? Rumgegangen mit da, wie rumgegangen, Keller rumgebaust, die hast du da gemacht. Na, was hast du denn schön gebaut? Na ja, meine Werkbank, alle die Wände neu, alle schraube ich da runter reingeschraubt. Und da. Ah, hier, guck, hier. Da ist natürlich. Hier oben. Hier ist noch eine Verbindung gewesen. Alle haben wirklich schön mal gebaut. Da hat man jeden Tag geschlafen, ich war ein bisschen erkältet gewesen. Ah. Ja. Naja, aber entschieden sie ja. Corona, große Welt. Naja, jetzt hier ist das schon wieder einigermaßen. Ich muss vorher wieder fit halten. Ich muss ja morgen um 8 und 13 Uhr im Oberkrankenhaus sein. Was? Schon wieder? Naja. Da musst du doch nicht fit halten, da musst du krank sein. Alle 4 Wochen. Vor 4 Wochen das letzte Mal gewesen. Und nicht funktioniert wieder. Ja, auch auf dem kurzen Weg. Na dann eben Kabel noch nach vorne ziehen und fertig aus. Ja. Ist ja kein Wunder, wenn man das 3 teilt. Liebe Leute, netter Versuch, aber 3-teiliges Kabel für eine Lampe. Nee. Mach mal ein Kabel durchziehen und fertig ist. Ja. Hier mal ein bisschen Radbürste drüber hier. Und komm, die geht ja jetzt richtig los. Ja, na klar, die müssen erstmal aufwachen. Ja, und dann so, oh ja. Wie ist der Freund, ja, der März war auch beschissen, wa? Der März war super, Freund, ja. Ja, na, der Rest des Jahres war beschissen. Ich kenn's lieber anders, oder? Dass die März beschissen sein. Das ist mir kacke egal, Hauptsache der Rest des Jahres beschissen. Ja, da ist ja Freund, oder irgendwas war denn wieder. Ja. Heute aber scheiße, weil das Wetter zu gut, glaube ich. Ja. Aber lass mal. Kommt schon. Oh ja. Bin da, ja, bloß kein Stress. Jetzt haben wir schon alle Fahrradstelle repariert haben und sauber gemacht haben und zu Ostern, ja, ich muss das irgendwie proklamieren anders. Ich muss sagen, Coronavirus-Fluchtfahrzeuge. So ist das. Sag's mal sehen, wie das los. Der Rest hat jetzt auch schon ein paar Mal bei dir geguckt, der wollte irgendwas. Na ja, gut, der weiß ja, wo ich wohne. Der Rechtsanwalt weiß doch, wo ich wohne. Ja, Musik und der Kinderwagen war kaputt oder wollte was machen oder was? Ja. Ja, sag mal selber ran manchmal. Ja. Aber du weißt doch, wie das mit den Akademikern ist. Ja, ich weiß, weil du mal so ein Schlauchwechsel oder so, als wenn du mal Kind bist, kann ja auch. Macht der dann auch schon irgendwie? Hörnkekse oder sowas. Ha? Ich bring da immer was. Hörnkekse mit dir war. Ich bin auch mal bei Judith mit der Dürste noch. Willst du Möhrenkeks? Möhrenkeks? Ja, weiß ich nicht, sieht aus wie Möhren. Ich weiß nicht, ob einer Möhre schmeckt, weiß ich nicht, aber. Nee, danke, ich hab mir gerade. Ah, willst du das so beobachten, ob er gleich umkippen oder was? Ach, ja. Nee, ich hab bin zur Zeit wieder. Ich hab so viele Kekse gefressen, alle mit zu Hause. Ich hab vielleicht 2 davon gegessen, ich bin so satt gewesen. Alte Naschkatz, was? 2 und satt von den Keksen? Ja. Ja, oder Zauberkekse denn?
Ach, ich bin so zufrieden. Würde ich mir dann behalten. Wenn du so billig satt wirst. Ach. Alter, das kommt wie vegane Kekse, hör mal. Schmecken nach Janisch. Nee. Ja, da ist schon von Alex. Na, sind die von Alex? Nee. Wolfgang, brauchst du ein Radio für... Hab ich. Brauchst du nicht? Für einen Keller? Ein Radio für den Keller? Oh ja. Ist das Strom dran oder nicht? Wo sind die Stecker hinten? Achso, das ist alles dran. Ja, nehme ich. Ja, jo, ich habe den Keller. Habe ich vorhin ausprobiert. Funktioniert, oder? Ja. Was willst du haben? 100 Euro, okay? Jo. Nur wenn man das so fragt. 100 Euro. Mann. Na ja, dann mach ich 50, bin ich. Nee, jetzt hier. 30. Wolfgang, nimm mit einfach. Das ist ein geiler Klang, das ist ein geiler Klang. Oh ja, schönen Keller. Ja. Das ist gut, ja. Machst du schön diskutiert. Ja, haben wir ja noch einen kleinen Kabelbinder. So spätet? Ja. Die schmecken nach gar nicht, die Dinger. Ja, was? Das ist definitiv Veggie Food, hör mal. Bäh. Da kann ich ja gleich auf den Zollstock rumknabbern, der hat mehr Geschmack. Deswegen komme ich ja auf Alex, der knabbert doch mal auf Holz. Sind Sie von Alex? Ja, will mal, Alex will mal was spendieren. Na, soll er mal, wie verhältst du das? Der guckt dann mal ein Violan ein um die Ecke. Ja, ja. Und dann ist mir auch zu hart, Alter, ich weiß. Für so ein Radio nehmen sie auf den Trödel auch 10 Euro. Ja. Ich habe mir mal so Radio-Rekorder am Kassett geholt. Die Leute sagen, die Kaufe hat die Batterien drin. Und 10 Euro gegeben. Und ja. Patasoni, war gut. Du mit deinem Patasoni? Patasoni. War gut, Patasoni. Panasonic? Ja. Hör mal auf jetzt. Du musst doch wohl nicht. Was dauert denn nun? Ja, das freut mich auch. Das ist doch ganz simpel. Ja. Machen wir das oldschool. Durchknipsen. Womit? Na, mit der. Hier mal? Nein. Was hat der? So. Ah, super. Und ich habe dann morgen eine Sehnscheidentzündung. Ah, bei 64 Mal noch nicht. Hopp. Ich krieg's ja nicht mal so durch. Ich muss echt beide Hände nehmen. Vergiss es, mit einer Kombizange kriege ich das nicht hin. Da bin ich leider ein bisschen zu schwächlich auf der Brust. Sonst fliegen die überall hin, weißt du? Ja. Ja, gut verzogen, Alter. Ja, du kannst ja natürlich auch an der Brust. Kannst ja, wenn du den Felgenring nicht brauchst, kannst du den ja mit elektrisch machen. Hier, nimm die Sattelklemme gleich mit. Komm durch. Gut, danke. Boah, jetzt hat die. Lass. Mach mal hier. Alles gut. Wir sehen uns. Wir sind ja nicht blind. Das ist jetzt kurz vor 21 Uhr. Und ich mach den Sack zu. Tja, das war anstrengend für mich heute. Obwohl eigentlich nichts zu tun war. Erfreut war ich über Achim. Dass er da war. Das war ganz gut, um wieder hinzukommen so ein bisschen, aber es war zu tun, war eigentlich nichts. Zwei Räder. Zwei Hollandräder, Hinterrad platt. Das ist nichts. Besser als nichts. Der erste Tag, heute war auch kein sehr schöner Tag, ein bisschen kühl,
bisschen regnerisch, war nicht so doll. Wir schauen mal. Morgen wird es besser. Wird immer besser. Schritt für Schritt wird es besser. Also, wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Sagt der Tommy aus dem Kellerloch wieder. Also, bis dann. Ciao.